Manchmal nervt mich dieses ganze Religionszeug. Es ist doch eigentlich egal, an welche Religion man glaubt. Ich glaube zum Beispiel an den Christentum. Aber es gibt ja auch Leute, die an etwas anderes glauben. So wie Moslems oder Buddhisten und was es sonst noch alles gibt. Und was passiert eigentlich, wenn man die Religion wechseln will? Ja, das ist halt ein spannendes Thema, Religion und so. Das ist halt auch so im Alltag, im Leben kommt das sehr oft vor. Wir sind nur Staub geballt, aber dem Zerfall schon längst ergeben. Wir sind nicht als Staub, als Wasser und Himmel. Es muss ja irgendwas geben, was uns erschaffen hat und was uns wieder zurückgibt, weil einfach so hier. Es muss hier irgendwas geben, was den Urknall gemacht hat. Verstehen Sie? Es muss irgendwas geben, was alles angefangen hat. Was mit den Juden? Warum wurden die halt vertrieben? Weil irgendein Verrückter irgendeinen Krieg macht und weil ein ganzer Staat gesponnen wurde. Und weil es nur Judenhasser gab. Ich meine, wir sind ja alles irgendwas geboren. Als Jude, als Christ. Und was ist so schlimm daran? Wir wollen das Viertel zu einem Aufstand bewegen, zu einem Aufstand. Meinen Sie, das hätte irgendeinen Sinn? Sollten Sie nicht lieber fliehen? Man denkt sich bestimmt nur, das ist langweilig, man lernt da nur und arbeitet, aber in der Literaturoper, dann, da reden wir auch sehr viel und ja, das macht mir am meisten Spaß. Von, ja. Gott ist so eine Sache, die, der hat uns auf der Erde machen lassen, was wir wollen. Und ich habe mir immer gedacht, damals als kleines Kind, ja, Gott wird uns helfen und so. Aber jetzt habe ich angefangen zu verstehen, dass eigentlich Gott nicht dafür da ist, um uns zu helfen. Eigentlich ist Gott dafür da, um uns den richtigen Weg zu weisen. Zum Beispiel, ich bin als Muslim geboren. Wollt mich jetzt hassen? Und dann sagen sie keinen Rassismus und so weiter. Letztens rede ich so mit einem, dann meinte er, ich rede mit keinem Moslem. Und dann meinte er, ich soll mich taufen lassen. Aber vielleicht will ich mich überhaupt nicht taufen lassen. Und der Volk lehnt sich gegen unsere Verfolger. Aber wir haben keine Chance. Ein Jud nicht kann sich gut entschieden. Wer ist der Miriam! Miriam! Die meinen sich verwirrt. Kennst du noch die andere Menschen? Wir Mörder, eure Schergen, haben diese Mädchen umgebracht. Und sehr grausam. Ja, also ich finde das echt Horror und ich würde mir das echt nicht wünschen, dass sowas nochmal passiert. Es gibt viele Terroristen, die verstehen den Koran falsch und deswegen versuchen sie, andere anzugreifen, aber eigentlich sind wir ein sehr friedliches Volk. Nur die Einmischung von großen Ländern in unsere Heimat hat sehr für Aufregung gesorgt. Die Deutschen sind viel zu stark. Wir können uns fast nicht mehr wehren. Wir haben nur noch Prag, unsere Heimat. Noch können wir unser jüdisches Leben leben. Und zwar hier in Prag. Die Frage ist, wie lange noch? Schon eine ziemliche Herausforderung und mit sehr viel Anspruch, was wir hier machen. Und wir sind ein besseres Team geworden. Und man weiß einfach, was man kann oder was man als Gruppe erreicht. Ich mag einfach, dass immer mehr Leute dazukommen und einfach man sich einfach präsent zeigen kann, ohne dass sich vielleicht jemand auslacht.
Ja, das Thema passt auch echt gut, weil in manchen Schulen da wird ja diskriminiert wegen der Religion, wird dann danach auch gemobbt. Das ist halt ein guter Beitrag, finde ich, auch für unsere Schulen.